Albrecht zu einem Konzert des Nils-Petter-Mollwar-Trios, aufgezeichnet am 4. September 2010 beim 6. Punkt-Festival in Kristiansand. 1997 setzte der norwegische Trompeter einen Meilenstein der jüngeren Jazzgeschichte in die Welt. Khmer, ein hochenergetisches, Drum-and-Bass befeuertes Fusion-Werk, das dem Jazz unter anderem eine neue Tanzbodentauglichkeit eröffnete und darüber hinaus faszinierte mit klanglich weit gespannten Horizonten, die nach Asien und Afrika reichten, mit melodischer Finesse und fantasievollen Texturen. Neben dem Dancefloor war auch die heimische Couch bestens geeignet für die Klangreisen des Herrn Mollwar. Selbiger entfernte sich immer mehr von den traditionellen Zonen des Jazz. An einem Punkt der späten 70er und frühen 80er Jahre begann mich das klassische Jazz-Trompetenspiel zu langweilen. Bebop, Hardbop, Freddie Hubbard. Ich meine, das ist alles cool, aber eben Geschichte. Und als ich zum ersten Mal den Trompeter John Hassell und seine Platte mit Brian Eno hörte, Possible Music, da wusste ich, das verändert in gewisser Weise mein Musikerleben. And that sort of changed my musical life. Eine Erinnerung von Nils-Petter Mollwar. Später bewunderte er die englische Formation Massive Attack und wollte dem Jazz eine Frischzellenkur verpassen, eine neue Wildheit. Im Jahre 2010, nun war sein Sound lange schon ein Markenartikel geworden, schnell erkennbar, mit vertrautem Groove-Faktor. Ja, es stellte sich fast eine Übervertrautheit her, auch wenn er in diversen Studioproduktionen, etwa zuletzt auf der CD Hamada, unter anderem mit Live-Sampler Jan Bang, bewies, dass er mit seiner Klangsprache auch feine, fast kammermusikalische Klänge kreieren konnte. Mollwar suchte nun selber nach einer Erneuerung für den eigenen Sound und fand sie im Sommer 2010 in der Bildung eines neuen Trios. An seiner Seite tauchten am 4. September im Aktentheater von Kristiansand der exzellente Drummer Audun Kleive und der Freigeist, das Enfant Terrible unter den neuen norwegischen Gitarristen Stian Westerhus auf. Der Auftritt bewies, wie man kreativ mit drohenden Klischees arbeitet und dass Mollwars Klangwelt auch weiterhin eine spezielle Sogwirkung ausüben kann. Hören Sie Teil 1 des Auftritts von Nils-Petter Mollwars neuem Trio.
Nils-Petter Moll war in Kristiansand 2010 Improvised Set Part 1, der erste Teil seines Auftritts beim 6. Punkfestival 2010. Eine Tour de force durch alte und neue Klangideen. Ältere Stücke Molvers, die das Trio hier ins Spiel brachte, waren oft bis zur Unkenntlichkeit verwandelt. Dekonstruktion als Heilmittel für ausgiebig erforschte Klangpfade. Der Gitarrist Stian Westerhus erzählte mir zu diesem Trio Folgendes. Odin is, you know, the beat master. He can play beats. Odin Klaver ist der Meister der Beats. Er kann Beats spielen. Und es ist eine Freude, damit in Interaktion zu treten. Das Trio ist nun ein seltsames Trio, voll interessanter Spannungen. Und ich habe das Gefühl, dass sich das in eine hörenswerte Richtung entwickelt. Meine Absicht war ganz klar, Nils-Petter metaphorisch gesprochen in den Hintern zu treten. Und das sagte ich ihm auch. Nils-Petter und ich sind wirklich gute Freunde. Und so wollen wir natürlich ein gesundes Gleichgewicht erhalten zwischen meinem Widerspruchsgeist und seinen Ideen. Ich meine, es ist seine Band. Und er spielt wirklich gut, wenn er so herausgefordert wird. Wenn du ihn ein bisschen aufregst. Ich versuche stets etwas zu machen, was Nils-Petter nicht erwartet. Das ist generell meine Vorstellung, wenn ich spiele. So with Nils-Petter I always try to, if I can, do what he wouldn't expect. Or that's the idea before I go on stage anyway. Soweit Stian Westerhus, dessen Soloalbum Pitch Black Star Spangled beim Osloer Label Rune Grammophon erschien und als eines der radikalsten Gitarren-Soloalben der jüngeren Zeit gelten darf. Hören Sie nun die Fortsetzung des Auftritts von Nils-Petter Molvers Trio beim Punkfestival 2010 in Kristiansand.